Okay, ich habe früher ich glaube, knapp 5 Jahre mal in Landshut gewohnt. Da hat mir ein Kollege damals gefragt, ob mir abends vielleicht Bock haben, ob ich abends Bock habe, mit ins Jutz zu gehen, weil da spielt Doppel D. Und ich so, kenne ich nicht, keine Ahnung, wer das sein soll. Aber gut, gehe ich hin. Bier ist billig im Jutz. Ich habe damals irgendwie 7,35 € brutto in der Stunde verdient, by the way. Und dann sind wir da ins Jutz gecheckt und haben uns Doppel D angeschaut. Und Doppel D war damals auf Tour, glaube ich, auch. Und ich habe gar nicht so gewusst, was mich da erwartet. Habe ich, wie gesagt, nicht gekannt. Und Keno, glaube ich, und Fat Tony waren damals auch noch mit dabei bei denen. Also nicht in der Crew, sondern mit auf Tour. Wir gehen da rein und dann haben die ersten Tracks angespielt. Und ich so, Digga, ich verstehe kein Wort. Ich verstehe nicht, was die mir sagen wollen. Denn Doppel D hat auf Bayerisch gerappt. Und ich war das, oder bin des Bayerischen nicht so mächtig, was Mundart angeht. Genau, und habe mir das so reingezogen und auf einmal haben die einen Track angespielt, den jetzt legendären Watschen Bam. Und dieses ganze Jutz ist komplett ausgerastet, Mann. Es war echt krass. Und ab da wusste ich, wer Doppel D ist. Und habe mir dann das Album geholt auf der Party und habe mir das Album dann reingezogen. Also krasses Ding, das erste Mal, dass ich bayerisch Rap gehört habe. Ich kenne ja keinen anderen. Nee, ich kenne eigentlich keinen anderen, der was das davor so gemacht hat. Egal, ob es jetzt der Watschenbaum ist, ey, du schaust aber gut aus, halt. CSU-Rapper oder Oidas, die haben ja da, glaube ich, Oidas nochmal geremixt mit Maniac und von den Demographics und Keno damals, glaube ich, hat es noch eine Version gegeben. Und Bombe. Ja, so habe ich Doppel D auf den Schirm gekriegt und habe die dann auch verfolgt und habe gemerkt, was dann der Monaco F für Zeug macht dann Solo und der Grams in sein Zeug macht. Der Spliff ist ja dann bei Dicht und Ergreifend gewesen und habe mir so diesen Gramsen bei der Requiem LP dann auch reingezogen und habe mir gedacht so, hey, das Album ist echt, also ist echt vom Soundbild komplett stimmig. Es passt so, er benutzt Autotune, aber ich hasse es nicht, dass er es benutzt. Ich finde es dope. Ja, der Gramsen war für mich so, dass ich den halt ausprobiert. Und der Monaco FA, also die probieren sich beide immer voll viel aus. Die haben eine sehr große künstlerische Spannweite in meinen Augen. Ja, seitdem taugen mir die zwei und ich wollte irgendwann mal irgendwo einen Beat bei denen unterbringen. Und habe dann den Gramsen gefragt, weil mich eben diese Requiem so krass geflasht hat. Weil das so ein krass roter Faden ist, das Album. Der Gramsen hat dann zum Glück zugesagt und hat gesagt, ey, Oida, wahrscheinlich in seiner Art. Logo liefere ich da einen Track ab und der hat dann den Track weiter rausgeschossen für die Hoodlofts. Total krass, meiner Meinung nach. So eine ganz krasse Aussage über die Arbeitskultur in unserer Gesellschaft. Den habe ich ja erst beim zweiten oder dritten Mal gecheckt, den Track von ihm. Und ich habe dann auch diesen Tic-Tac remixen dürfen für die Love for the Hood. Ehrlicher Track einfach, ja, super doper Track von ihm. Alle Releases von ihm. Und baut da krasse Beats, ist ein sauguter Produzent oder Beatmaker eigentlich, muss man ja sagen. Ja, macht auf jeden Fall immer Spaß, dem seinen Sound zu hören. Shoutout geht auf jeden Fall raus. Grüße an Doppel D, DJ Spliff, Monaco F. Monaco F, danke für die Platte nochmal, dass ich sie vorab released zum Geburtstag bekommen habe damals. War ein sehr super schönes Geschenk für mich. Und natürlich an den Gramsen, Shoutout. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Und Schalala, oder was geht bei dir?